Heute gibt's T-Bone Steak vom Grill mit Aubergine, Pecorino und Minze. Hallo Leute, wer gerne grillt, der kennt bestimmt auch den Weber Grill. Und ich habe mir so einen besorgt für mein T-Bone Steak mit Aubergine, Pecorino und Minze. Und das Steak habe ich noch nicht, aber ich habe mir einen lieben Freund eingeladen, der ein wunderbares Fleischrestaurant hat. Matthias! Hi, Kolja! Grüß dich, hallo mein Lieber. Na? Guck mal, ich habe was mitgebracht. Ehrlich. Ein großes T-Bone ist fast ein Porterhaus. Ja. Und ich dachte mir, wenn ihr heute grillt, ja, viel Spaß damit. Herrlich, herrlich, herrlich. Dry-Aged, hier sieht man wunderschön den Filetanteil und hier den Rückenanteil. So super, super durchwachsen. Ne? Das ist wirklich ein schönes Stück. Tja, ich habe Auberginen eingeplant. Auberginen mit Pecorino und Minze. Ich salze das Fleisch tatsächlich immer ein bisschen vorher. Damit Salz gut haften bleibt, gebe ich auch ein kleines bisschen, nicht zu viel Olivenöl aufs Fleisch. Komm, salz du doch mal einfach. Naja. So, und ich gebe tatsächlich auch ein kleines bisschen Zucker drauf. Das steigert den Fleischgeschmack, finde ich. Wenn ihr euch so ein Stück Fleisch besorgt, ja, das ist natürlich ein Festmahl. Aber da es so schön dick ist, eignet es sich wunderbar eben für den Weber Grill. Da zeigen wir euch mal, was das Besondere dabei ist. Ein bisschen Pfeffer können wir auch drauf geben. Mach doch mal den Deckel auf, Matthias. Ich würde sagen, von jeder Seite so 2 Minuten zum Farbegeben. So, aber euch zeige ich jetzt auch, wie ich die Aubergine vorbereitet habe. Für geschmorte Aubergine vom Grill. Kann man alles vom Grill machen, wunderbar. Ist das eine schöne, feste Aubergine, wird halbiert. So, und dann, Achtung, nicht zu tief schneiden, sonst schneidet man sich in die Hand. Die Aubergine wird jetzt so eingeritzt und gesalzen. Das zieht so ein bisschen das Wasser aus der Aubergine und das Fruchtfleisch wird viel aromatischer. So, ruhig großzügig Salz drauf geben. Hier das überschüssige Salz kann ich da auch reingeben. So, und jetzt lasse ich die Aubergine einfach so 10, 15 Minuten ruhen. Ich drehe unser T-Bone jetzt mal um. Ja, super. Ich finde dieses System vom Weber Grill mit dem Deckel, ja, gerade für so große Stücke, ungeheuer praktisch. Und zum Ruhen nachher genial. Genau, und zum Ruhen lassen tun wir das dann auf die Seite, wo keine Kohle drunter ist. Und dann zieht es wunderbar durch. Eigentlich ein total schönes, leichtes, easy Grillen. Entspanntes Mittagessen. Sehr gut. Hier habe ich Olivenöl. Das träufel ich rein. Dann, leckeres, feines Olivenöl. Dann gibt es ein bisschen Minze. Gebe sie hier auf die Auberginen drauf. So, ein bisschen Pfeffer kommt drauf. Und Pecorino. Pecorino ist ein Schafskäse, ein italienischer Schafskäse aus der Gegend um Rom. Und von der Reibe kommt der Pecorino jetzt hier oben auf die Aubergine drauf. Die Aubergine, die hat so, ja, eine Viertelstunde ungefähr gebraucht. Das heißt, wenn ihr das Fleisch macht, 2 Minuten von jeder Seite und dann eine Viertelstunde ruhen lassen. Und die Auberginen, dann passt das zeitlich ganz genau zusammen. Matthias, jawohl, Fleisch, wir müssen uns ums Fleisch kümmern. Oh, jawohl. Einmal von der sehr gut anderen sieht Seite und ab. Jetzt machen wir uns nämlich die Auberginen noch fertig. Der Pecorino soll ein bisschen schmelzen. Mhm. So, und jetzt das Weber-Prinzip. Deckel wieder drauf und ruhen lassen. Und hier am Thermometer können wir richtig schön schauen. Jetzt haben wir noch 150. Jetzt haben wir noch 150. Auf das der Seite wahrscheinlich ein bisschen weniger. Insofern perfekt. Wollen wir doch mal schauen. Super. Gut. Jetzt hätten wir Zeit für ein kühles Bier. Oder ein Gläschen Champagner. Genau. Gute Idee. Wie früher. Lass mal gehen. Ich würde sagen, du nimmst das. So, schau. Oh, schau die Auberginen an. Wow. Käse ist jetzt richtig schön zerlaufen. Die Haut wird nicht mitgegessen. Man kratzt jetzt nur das Innere von den Auberginen raus. Der Knochen wird auch nicht mitgegessen. Man schneidet nur das Fleisch außen weg. Der Knochen speichert Hitze und gibt diese Hitze jetzt noch weiter ans Fleisch ab. Aber wir gönnen uns jetzt schon mal ein Stückchen vom Filet. Wenn ihr das ausprobieren wollt, dann tja,
Macht's einfach, macht's. Wenn ihr Anregungen habt, dann meldet euch bei mir, schreibt mir, gebt mir Nachrichten und viel Spaß beim Grillen, beim T-Bone mit Pecorino, Auberginen, mit Linsen. Mm.